Tödliche Psychiatrie. So lautet die Überschrift eines Artikels in der Zeitschrift Analyse und Kritik, erschienen am 16. September 2011. Autor Thomas Voth. Thomas Voth, geboren 1960, ursprünglich Krankenpfleger, inzwischen Pflegewissenschaftler, hat in der Psychiatrie gearbeitet, Anfang der 2000er das Studium der Pflegewissenschaft in Bremen gemacht. Dann seit 2008 ist er in Kanada und hat kürzlich an der Universität Ottawa ein PhD-Projekt abgeschlossen, vergleichbar in etwa mit einer Dissertation in Deutschland, und zwar mit einem pflegehistorischen Thema, nämlich der Rolle der Pflegenden in der Ermordung von sogenannten psychisch Kranken vor, während und nach der Zeit des NS-Faschismus. Dass im sogenannten Euthanasieprogramm zehntausende Psychiatrieinsassen ermordet wurden, ist inzwischen ja allgemein bekannt. Aber Schockierende ist ja, dass dieses zentral geplante, wirklich von Berlin aus geplante Töten, wo es wirklich zentrale Meldebögen gab und Transporte organisiert worden sind und das alles eben über eine Zentrale der Tiergartenstraße 4 über Berlin gelaufen ist, dass das eben 1941 offiziell gestoppt wurde und danach eben sowas einsetzte wie ein dezentrales Töten, wo man nicht sagen könnte, da gab es eine zentrale Planungskommission, sondern das war eben eher so, dass Psychiater und Pflegende vor Ort entschieden haben, wen töten wir? Und das war auch kein Töten wie in der zentralen Tötungsaktion durch Gas, sondern das war eben tatsächlich ein Töten durch Verhungern lassen, Medikamentengabe und eben einfach Vernachlässigung. Und das heißt eigentlich, dass es in bestimmten Psychiatrien wirklich Zustände herrschten, wo Menschen, ich würde eben sagen, in Bedingungen gelebt haben, die eben den KZ-Bedingungen entsprochen haben. In der kommenden halben Stunde hören wir Ausschnitte aus einem Gespräch mit Thomas Voth. Also dieser Punkt, haben die Ärzte jetzt den NS-Faschismus gebraucht oder umgekehrt, da würde ich eben auch sagen, dass die Psychiatrie, glaube ich, und das wäre eben meine These auch, eben schon viel früher angefangen hat, Menschen auszusortieren und eben diese Unterscheidung getroffen hat. Es gibt Fälle, die sind eben hoffnungslos und es gibt Fälle, bei denen ist eben nichts mehr möglich. Und diese Fälle waren meiner Meinung nach auch diejenigen, die dann letztlich aktiv getötet worden sind. Dass in Psychiatrien nicht nur während des NS-Faschismus, sondern auch vorher und nachher getötet wurde, entnimmt Thomas Voth Statistiken und Akten. Diese hat er mit folgender Fragestellung untersucht. Wie sind eigentlich die Sterberaten in diesen Anstalten, wenn die eben ungewöhnlich hoch sind? Wenn man das als Indiz dafür nimmt, dass da Menschen getötet worden sind oder zumindest vermehrt zu Tode gekommen sind, dann fällt eben einfach auf, dass es da eben Phasen gab, zumindest seit Beginn des Ersten Weltkriegs, wo eben diese Sterberaten immer wieder ansteigen. Und bisher gibt es eben wenig Forschung, die sich eigentlich gefragt hat, wieso ist es dazu gekommen. Thomas Voth sucht die Gründe für das Morden in der psychiatrischen Praxis als solcher. Ich glaube einfach, dass es seit Ende des 18. Jahrhunderts oder Anfang des 19. Jahrhunderts, also da, wo wirklich die Psychiatrie entsteht, so wie wir sie kennen, also eben psychiatrische Anstalten, wo Menschen eben aufgenommen werden, die klassifiziert werden als psychiatrisch Kranke. Das gab es eben vorher in dem Sinne gar nicht. Es gab keine Psychiatrien. Dass das eben bestimmte politische Hintergründe hat, die, glaube ich, darin bestehen, dass es zu dieser Zeit quasi das Interesse sich gewendet hat von, also quasi in der Industrialisierung zu erreichen, dass der Einzelne das Maximum an Leistung bringt und damit eben Wirtschaft, der im Kapitalismus dann verwertet wird, dass ich eben eher glaube, dass das Interesse der Politik sich hingewendet hat zu sowas wie
die Bevölkerung als Bevölkerung zu betrachten und mehr auf solche Prozesse geachtet hat, wie kann ich zum Beispiel erreichen, dass die Sterberate in der Bevölkerung gesenkt wird und die Geburtenrate erhöht wird. Also dass quasi es eher um so globale Prozesse auf Ebene der Bevölkerung ging. Und da, glaube ich, hat die Psychiatrie eben eine ziemlich bedeutende Rolle bekommen. Ich glaube, dass die Psychiatrie ab einem bestimmten Zeitpunkt die Aufgabe übernommen hat, zu entscheiden, was die Bevölkerung gefährdet von innen und was der Bevölkerung zugutekommt. Also mit anderen Worten, die Psychiatrie ist die Wissenschaft, die entscheidet, wer als normal und wer als unnormal klassifiziert wird. Aber das eben vor so einem Hintergrund. Wir alle wissen, dass es die Degenerationslehre gab, vor dem Hintergrund, dass jeder Anormale oder Verrückte potenziell eine Gefahr darstellt für das Wohl der Bevölkerung. Und das sind eben Theorien, die schon lange vor dem Faschismus entwickelt wurden oder sich entwickelt haben. Wenn man sich den Beginn der Psychiatrie anguckt, dann fällt eben einfach auf, dass der psychiatrische Experte versucht, eben derjenige zu sein, der definieren kann, wer gefährlich ist und wer eben nicht gefährlich ist. Und wer quasi das Erbgut des Volkes oder der Bevölkerung gefährdet und wer nicht. Und darum hat die Psychiatrie ziemlich hart gekämpft, diesen Status zu kriegen und eben einen Status zu haben, dass immer wenn es um die Gefahr des Individuums geht, eben psychiatrischer Experte gehört werden muss. Und dadurch hat die Psychiatrie, würde ich sagen, sowas wie eine Schlüsselfunktion übernommen. In der Frage entscheiden zu können, wer ist gefährlich und wer nicht. Also gefährlich jetzt von der Seite der Gewalt aus und gefährlich auch von dem Aspekt, das Erbgut der Bevölkerung zu schädigen oder eben nicht. Ich glaube einfach, dass die Psychiatrie eben in dem Moment, wo sich dieses ganze System von psychiatrischen Krankenhäusern entwickelt hat, dass die Psychiatrie dabei eine Schlüsselposition, auch eine politische Schlüsselposition erlangt hat, die einfach darin besteht, dass die Psychiatrie die Wissenschaft ist, die unterscheiden kann aufgrund eines wissenschaftlichen Wissens, wer normal ist und wer nicht normal ist und wer gefährlich ist und wer nicht gefährlich ist. Und dadurch hat die Psychiatrie eine bedeutende politische Position in unserer Gesellschaft. Und das hat dazu geführt, dass eben ja auch zu der Zeit, also zu dem Zeitraum, über den wir jetzt sprechen, die Psychiatrien ja quasi übergelaufen sind, weil immer mehr Menschen aufgenommen worden sind mit psychiatrischen Diagnosen. Und dass diese Position eigentlich dazu geführt hat, dass der Psychiater der unangefochtene Experte geworden ist, der eben darüber entscheidet, ob jemand letztlich, platt gesagt, weggeschlossen werden muss oder nicht. Und innerhalb des psychiatrischen Krankenhauses der Psychiater eine Position erlangt hat, die eben quasi, würde ich sagen, allmächtig war. Also was der Psychiater sagt, das wird ihm getan. Bevor es die Psychiatrie gab, gab es eben auch gar nicht sowas wie einen psychisch Kranken. Also jedenfalls nicht in dem Sinne so, wie wir ihn heute verstehen. Und schon gar nicht jemand, der eben im Krankenhaus behandelt werden muss. Es ist eben wichtig, sich anzugucken, wie es eigentlich dazu kommt, dass Menschen ab einem bestimmten Zeitpunkt eben in dieser Art und Weise klassifiziert werden. Das ist, glaube ich, mein Ansatzpunkt, sich zu fragen, wieso tritt plötzlich der Begriff psychisch Kranker zu einem bestimmten Zeitpunkt auf und wieso entwickeln sich dann riesige psychiatrische Krankenhäuser, die es vorher einfach nicht gab. Und wie spielt das eigentlich zusammen?
Das ist, glaube ich, so mein Ansatzpunkt. Und dann ist zumindest klar, dass jemand, den wir heute als psychiatrischen Patienten bezeichnen, dass das nichts ist, was in der Natur gegeben ist, sondern dass das eben Produkt unserer Wissenschaft oder unserer Definition von normal ist. Dieses Abgrenzen, dieses Klassifizieren, dieses Einordnen in psychisch krank oder eben auch gesund, das siehst du auch als die Wurzel dann für die Tötungen? Oder ich meine, wenn man sich anschaut, dass die psychiatrischen Drogen, die heute verabreicht sind, in der Regel auch die Lebenserwartung um 10 bis 20 Jahre verkürzen, kann man ja sagen, das hat auch nicht aufgehört. Ich sehe das immer auch so, dass vieles von dem nicht aufgehört hat. Und der Grund dafür sehe ich darin, dass Psychiatrie eigentlich darauf basiert, dass meine Meinung nach, dass die Therapie in der Psychiatrie darin besteht, dass ich im psychiatrischen Krankenhaus eine Realität schaffe, die quasi sowas ist wie eine künstliche Realität. Und wenn ich als psychiatrisch Kranker in Anführungsstrichen in dieses Krankenhaus aufgenommen werde, da muss ich mich dieser Realität beugen, wenn ich geheilt werden will, also oder wenn ich als geheilt entlassen werden will. Was ich damit meine mit Realität ist, dass es eben, und das weiß ich aus eigener Erfahrung als Pflegender in der Psychiatrie, dass es ja in der Psychiatrie viel darum geht, eben, wir nennen das heutzutage strukturierten Alltag. Es gibt eben eine Unzahl von Regeln, die eingehalten werden müssen. Es gibt sowas wie Arbeitstherapie oder heutzutage wird das eben Beschäftigungstherapie genannt. Es gibt einen bestimmten Ablauf des Tages, der so strukturiert ist, dass der Patient in Anführungsstrichen sich dem unterwerfen muss. Und ich glaube, das ist genau die Quintessenz dessen, wie Psychiatrie funktioniert. Eine Realität im Krankenhaus zu schaffen, die so mächtig ist, weil in dem Moment, wo jemand sich dieser Realität nicht unterwirft, dann gibt es eben diverse Zwangsmechanismen, die eben eingesetzt werden können. Und meiner Meinung nach geht es eigentlich darum, deshalb habe ich gesagt, ist für mich der Psychiater sowas wie, der hat eine gewisse Allmächtigkeit, weil eigentlich die Entscheidung des Psychiaters, die sind eben zu befolgen. Und ich glaube, dass man sogar so weit gehen kann, dass wenn ich mir zum Beispiel den Einsatz von Medikamenten in der Zeit des NS-Faschismus angucke, dann werden diese Medikamente eben eingesetzt, entweder auch als eine Art der Bestrafung, nämlich dann, wenn ich unruhig bin, obwohl ich ruhig sein muss, dann kriege ich eben Beruhigungsmittel, platt gesagt. Und aber auch als eine Form, letztlich diesen allmächtigen Willen des Psychiaters ins Innere des Patienten einzubringen. Also indem ich ihm bestimmte Medikamente verabreiche, die dazu führen, dass dieser Patient eben sich dieser Realität unterordnet. Darauf basiert eigentlich, würde ich sagen, Psychiatrie von Beginn an. Und ich glaube, dass viele dieser Elemente, die es von Beginn an in der Psychiatrie gibt, bis heute gibt, weil es eigentlich keine wirkliche psychiatrischen Erklärungsmuster gibt dafür, warum jemand eben psychisch krank ist. Danach wird zwar gesucht und das unterscheidet die Psychiatrie eben zum Beispiel von der Medizin, wo ich sagen kann, das und das organische Leiden ist eben begründet, weil die und die Körperfunktion nicht mehr funktioniert. Das geht eben in der Psychiatrie nicht, sondern in der Psychiatrie, sie basiert letztlich darauf, dass ich versuche, jemanden in etwas einzupassen, was eben in der Psychiatrie im Krankenhaus quasi künstlich als Realität hergestellt wird. Und da sind dann eben zum Beispiel die Pflegenden von immenser Bedeutung, weil das diejenigen sind, die dieses Programm eigentlich eben umsetzen. Und ich habe analysiert, was Pflegende und Psychiater über Patienten in der Akte geschrieben haben. Also ich habe mir quasi die täglichen Pflegeberichte angeguckt und angeguckt, was die Psychiater da